Hi, ich bin der Sebastian von sanstabs.org und werde euch heute kurz und knapp erzählen, wie ihr so einfach wie noch nie soziale Projekte online unterstützen könnt. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Startup. Heute ist der Sebastian bei uns zu Gast auf dem grünen Sofa und der erzählt uns was über sein Startup Sunstep. Hi. Hi. Wie geht's dir? Gut soweit. Sehr schön. Erzähl doch mal, was ist Sunsteps? Man sieht es ja hier schon auf deinem T-Shirt sehr schön. Erzähl doch mal, was macht dein Startup? An sich sind wir ziemlich ähnlich zu klassischen Spendenplattformen, aber mit einem kleinen Twist. Bei uns hat man nämlich, wenn man über uns spendet, danach nicht weniger Geld als vorher. Das hört sich schon mal interessant an. Und wie funktioniert das Ganze dann? Letztlich so wie der Großteil des ganzen Internets funktioniert, nämlich einfach über Werbeanzeigen. Das heißt, auf unserer Website gibt es Werbeanzeigen zu diversen Online-Shops, über 1400, Amazon, Zalando, alles Mögliche eigentlich. Und wenn ich jetzt für ein soziales Projekt spenden will und auf der anderen Seite sowieso gerade was online einkaufen möchte, dann gehe ich davor so einen ganz kleinen Umweg, gehe erstmal auf Sunsteps, klicke dort auf meinen Shop, wo ich einkaufen möchte, kaufe ganz normal ein, kostet alles dasselbe wie sonst auch. Und weil man bei uns geklickt hat, kriegen wir im Prinzip eine Werbeprovision von den Shops. Okay. Zur Größenordnung 5% des Einkaufspreises. Und davon behalten wir einen kleinen Teil ein für uns. Und der größte Teil geht an die sozialen Projekte. Und da kann man sich dann eben auswählen, was man mit dem Einkauf unterstützen möchte. Also es hört sich wirklich, man spendet, ohne eigenes Geld auszugeben quasi. Genau, halt einfach durch die Online-Einkäufe, die man sowieso tätigt. Und wie gesagt, es kostet nicht mehr. Werden auch keine Daten weitergegeben, gar nichts. Okay. Wie kommt man auf die Idee, so ein Startup zu gründen? Ich glaube, ziemlich viele coole Ideen kommen generell darüber, dass man einfach zwei Sachen kombiniert, die es schon gibt. Auf der einen Seite weiß man ja, soziale Projekte haben generell ein Problem, an Geld zu kommen. Also ich habe selber auch mal in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet eine Weile und das ist für die schon teilweise sehr schwer, sowas Einfaches wie einen Tagesausflug oder so zu finanzieren, weil irgendwoher muss das Geld ja kommen. Das stimmt, ja. Auf der anderen Seite funktioniert der Großteil des Internets eben über Werbeanzeigen und sozusagen, warum können soziale Einrichtungen nicht darüber funktionieren? Das war anfangs halt die große Frage. Und wenn wir uns halt bei den Shops mal gemeldet haben, nachgefragt, hey, ist das okay, wenn wir eure Werbeanzeigen dafür verwenden, soziale Projekte zu unterstützen? Und ja, kam halt von einer riesigen Menge an Shops, also anfangs direkt 800 Stück zurück. Ja, macht mal. Krass. Jo, und dann musst du noch die sozialen Projekte finden, an die wir das Geld spenden. Und ja, so hat die Idee dann angefangen. Also erstaunlich unkompliziert. Also mit den Shops, ich wollte gerade sagen, hört sich das ja wirklich so an, als hätte das sofort funktioniert. Wie war das mit den gemeinnützigen Organisationen? Hattet ihr damit Schwierigkeiten zu kämpfen? Ja, also wir hatten anfangs das Ganze natürlich erstmal so im Freundes-Familienkreis getestet, hatten dann irgendwann mal 80 Euro zusammen. Also haben wir einfach die Shop-Seite getestet, ob das eben überhaupt funktionieren kann, weil das unsere große Frage quasi war, wenn wir die Shops nicht dazu kriegen, brauchen wir gar nicht anfangen. Also musste das zuerst her. Jetzt hatten wir 80 Euro und haben nach einem Verein gesucht, der 80 Euro haben möchte. Und wir haben keinen gefunden. Und echt? Sollte man ja eigentlich meinen, juhu, alle schreien hier. Aber ja, das Problem ist, wenn ich jetzt zu dir hingehe auf der Straße und sage, hey, du kannst einfach so 80 Euro haben, dann gehst du ganz schnell weiter und ignorierst mich. Und so ähnlich war es da auch. Kommt auf den Tag im Monat an, ja. Okay, ja. Gegen Ende des Monats würde ich vielleicht einfach sagen, ja, her damit. Okay. Ja, letztlich, wie wir es dann gemacht haben, ist, wir haben gesagt, okay, wir brauchen irgendwie ein Proof of Concept. Wir müssen irgendwie zeigen, dass das Ganze funktionieren kann. Sind dann zu Vereinen, wo wir einfach persönlichen Kontakt haben. Wir haben selber auch einen Hund und den haben wir vom Tierheim. Und dieses Tierheim war unser erstes Projekt, weil die kannten mich, ich kannte sie, die haben mir geglaubt, dass das funktionieren kann. Dann haben wir für die halt ein bisschen Geld gesammelt. Und von da ging es dann schrittweise eben von Projekten mit sehr persönlichem Kontakt bis hin zu eben größeren Sachen wie jetzt der AIDS-Hilfe oder der Bahnhofsmission. Also aber am Anfang wurde euch echt unterstellt, ihr seid unseriös oder wollt irgendwie was Böses? Oder? Nicht direkt unterstellt, aber das Problem ist, soziale Organisationen leben ja ganz allein von ihrem Namen. Und deswegen sind die sehr vorsichtig, was alles angeht, was irgendwie diesen Namen kaputt machen könnte. Ah, verstehe. Und sozusagen alles, was neu ist, ist dann natürlich erstmal schwierig und dann ist ja auch gerechtfertigt, dass man sagt, okay, beweist erstmal, dass das funktioniert und dann reden wir nochmal. Das haben wir auch dann gemacht und dann hat es auch geklappt, also passt ja. Und jetzt läuft es auf jeden Fall an und mit Amazon, Zalando, der AIDS-Hilfe habt ihr wirklich schon große Namen bei euch jetzt dabei, ne? Jo. Ihr habt neben der Uni gegründet, das kann ich ja jetzt schon mal verraten. Wie genau schafft man das alles zu stemmen? Ist ja, glaube ich, schon ein riesen Arbeitsaufwand. Alleine die anzuschreiben alle, dann die Antworten zu verwalten, das ist ja auch ein riesen Orga-Aufwand. Wie schafft man das? So, wir wollten alles selber machen, das haben wir dann ganz schnell geändert, haben gesagt, okay, wir waren alle ITler am Anfang. Keine Ahnung von Marketing, keine Ahnung von Vertrieb, keine Ahnung, wie man Websites schön macht. Okay. Deswegen haben wir dann ganz schnell gemerkt, okay, wir brauchen da mehr Leute, die Ahnung davon haben. Deswegen sind wir jetzt halt auch zu fünft. Und das andere ist, also es gibt einen einfachen Trick, wie man neben dem Studium gründen kann. Man studiert länger.
Okay. Und das interessiert letztlich auch keinen Arbeitgeber und macht eine Menge Spaß. Und solange man das Studium halt finanziert kriegt, in unserem Fall dann über Nebenjobs, kann man das ja auch beliebig machen, hat quasi das Sicherheitsnetz. Wenn das Startup tatsächlich nicht klappen sollte, dann geht man halt einfach zurück zum Studium. Jetzt noch zwei Tipps für Gründer vielleicht. Was auf jeden Fall machen, was auf gar keinen Fall machen? Was kannst du da weitergeben? Fangen wir mal mit dem auf gar keinen Fall an. Man sollte auf gar keinen Fall ein Team haben, das zu fachbezogen ist, zu sehr sich auf ein Fach konzentriert. Wir waren am Anfang eben drei Informatikstudenten. Und das ist cool, weil wir dann die ganze Technik super schnell hinbekommen haben. Aber wir haben so viel Zeit verloren mit eben Marketingfragen, mit dem Vertrieb, wie man Projekte anspricht, wie man eben Design macht, wie man Flyer macht, all diese Geschichten. Da wäre es gut gewesen, zumindest einen mit drin zu haben, der von so ein bisschen einen anderen Ahnung Blickwinkel hat. Hat, ein bisschen Ahnung zum Beispiel vom Marketing hat, vielleicht einen BWLer mit rein. Das hätte auf jeden Fall nicht geschadet und haben wir mittlerweile auch. Was man auf jeden Fall machen sollte, man sollte sich nicht davon abschrecken lassen, einfach zu gründen. Das sagt wahrscheinlich jeder hier, aber so im Nachhinein gibt es quasi zwei Möglichkeiten. Entweder die Gründung hat nicht geklappt, okay. Dann hat es halt nicht geklappt, hat man viel Erfahrung gesammelt, ist cool. Oder sie hat geklappt, dann ist auch cool. Aber wenn ich jetzt nicht gegründet hätte, dann schaut man vielleicht irgendwann zurück und sagt, hey, hätte ich es da doch mal versucht, da war ich noch im Studium, da hatte ich noch Zeit. Von daher einfach mal probieren, einfach auf andere Gründer mal zugehen, die fragen, wie man das macht. Und dann stellt sich meistens raus, dass man sozusagen den initialen Start, um vielleicht mal zu schauen, wie man anfängt, schon an einem Wochenende machen kann. Also es ist wirklich überhaupt kein Risiko dabei. Also machen, machen, machen. Genau. Dann danke ich dir, dass du heute da warst und ein bisschen was über sunsteps.org erzählt hast. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Wir leiten das dann weiter oder wendet euch direkt an die Jungs von Sunsteps. Ansonsten besucht uns auf Facebook, auf Twitter und auf mlp-financify.de und bis bald. Ciao. Ciao.